So, weiter geht's. Wir sind jetzt auf dem Schiff. Valkyrie Militärtransport innen. Und sollen sie mir runtergefallen? Das geht ja relativ schnell. Hier werde ich einfach umgeboxt. Ah, guck mal, ein rotglühender Schuss habe ich gekriegt. Sehr geil. Aber ach so, das war in der Truhe drin, alles klar. Danke, ich wollte noch ausweichen. Ach komm schon. Das muss jetzt sein. Habe ich noch irgendwas, um mich zu heilen? Ah, einen großen, komm. Nehmen wir mal. Und ich kann mir noch was... Ups. Objekte. Ich kann mir noch was bauen. Hier. Ein Lucha. Die setze ich dann für den Bossfight ein. Einmal maximale Power und einmal unverwundbar. Die wähle ich dann einfach so im Menü aus. Okay. Öffnen. Bam. Bronze. Ich wüsste einfach mal gerne, warum manchmal die Hexenzeit funktioniert und manchmal nicht, wenn ich ausweiche. Danke dafür. Oh, haben wir geschafft. So, nächste Runde. Ja. Mit der einen Waffe verprügeln. Das macht Spaß. So. Also auch auf. So, jetzt nochmal die Gates of Hell. Tun wir das nochmal. Bevor wir weitergehen. Techniken. So, gucken wir mal, was wir uns noch kaufen können an schönen Techniken. Innere Fledermaus. Das klingt doch ganz gut. So, kaufen wir uns nochmal einen Lucha. Einen großen. Und so, und den Rest lassen wir erstmal so, wie er ist.
Boah, erstmal nochmal ein bisschen Heilung. Sieht's denn lebenstechnisch aus? Naja, nicht so gut, deswegen nutze ich den gleich mal. Einsetzen. Okay. Wohin jetzt? Ach, hier lang. Doch nicht. Na komm, hoch mit dir. Ich will da hoch. Na. Warum klappt das nicht? Ich kann da drauf. Oder soll ich da nicht hoch? So. Ja gut, über die Plattform geht's auch. Ist da denn noch irgendwas? Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Oder muss ich darüber? Ah, ich glaube, wie es aussieht, muss ich nämlich darüber. Aber wie ist die Frage? Aber ich habe da schon so eine Vermutung. Aber da kann ich nicht drauf. Ach ja. So, jetzt nochmal. Nee. Manchmal ist die Steuerung echt super hakelig. Da fällst du einfach runter. Seht ihr das, wie es manchmal einfach hängt? Ich kann es nur boxen, aber weiter nichts. Schaffe ich es da hoch? Nö. Nee. Aber hier geht's hoch. Oh ja, das letzte Herz. Geil. So, und hier jetzt durch. Da höre ich doch wieder jemanden. Und weg. Bin ich gerade zurückgelaufen, oder? Hä? Das sieht ja alles so gleich aus. Ja, ich gehe Game Over, weil ich blöd bin. So sieht's aus.
Aber ich lande immer wieder hier, also am Ende muss ich doch vielleicht hier lang. Nee, eben nicht. Ich bin gerade zurück. Danke dafür. Liebes Hirn, dass du mich hier auch verarscht. Tue ich da. So, jetzt aber mal konzentrieren. Nicht nett. Ah, noch eins. Also gibt's noch mehr. Weiß halt nicht, wie lang, beziehungsweise wie viele man sammeln muss für maximal. So, den foltern wir nochmal. Bäm. Sehr geil, Abschlussfolter. Platin. Und immer ein frisches Schwert mit, ne? Das hat jetzt was gebracht. Da kann ich nur nach Alfheim oder muss ich dahin jetzt? War das nochmal einen Weg nach Alfheim zu schaffen? Aber theoretisch ist es ja nur optional. Gehen wir einfach mal nach Alfheim. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber ich glaube nicht. Nein, ist es nicht. Der Micha in dieser Ecke hier komplett falsch. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Verarscht wurde ich. Weil da hinten ist nichts weiter, hier auch nicht. Ah, guck mal, was sich da versteckt. Eine Zauberflöte. Supergeil. Borgs miniert. Na oh Gott. Critical Hit und tot. Nein, doch nicht. Ich bin jetzt schon genervt von diesem Level. Ich will doch nur hier rüber. Das ist doch nicht so schwer eigentlich. Theoretisch hätte ich mir diesen Weg hier auch sparen können, weil er komplett optional ist. Aber was soll ich denn hier? Verstehe jetzt nicht. Also muss ich jetzt wirklich vom Schiff runter? Okay, komm. Nein, muss ich nicht. Was soll ich denn hier? Ja, da klappert die Tür, aber die habe ich doch schon versucht aufzumachen, oder nicht? Ach, öffnen. Na, okay, ich bin dumm. Verzeiht mir. Na gut, aber so habe ich zumindest noch ein paar optionale Truhen gefunden. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne?
So, jetzt beginnt nochmal ein letzter Kampf gegen Jan, den ich verlieren werde, laut meiner Energie. Aber ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge weiter. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich mich ein bisschen verrannt habe. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim Kampf gegen Jan in Bayonetta. Also, bis dann.